Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 221. Folge von Hard Economic Done hier im American Truck Simulator mit den Hard Economic Mod von Klaas. Ja, hier Oakdale hier. Kurz vor unserem Ziel in Oakland sozusagen. Mit unseren 33.000 Pounds Aromaten, die wir ja schon in der vorletzten Folge geladen haben. So, mal Maßstab ändern hier vom Navigationsgerät. Boah, letzte Folge sehr entspannt hier auf der California 99, ja. Hier Richtung Norden unterwegs, wie gesagt, jetzt Oakdale. Wir haben die California 99 verlassen und auf eine Straße fahren, die hier nicht weiter beschriftet ist. Ich glaube, die gibt es in der Realität auch gar nicht. Und fahren hier ja, Richtung Westen nach Oakland. Hier steht damit dran. So, wir haben ein Stoppschild erstmal. Ja, wir standen ja, ne? Habt ihr gesehen? Wir standen. Haben wir da gar nicht gesehen, ob wir diese Straße überhaupt schon mal gefahren sind. Komme ich jetzt nicht in den Sinn. Mit den Zäunen hier rechts und links. Weiß nicht, ob ich mir das nicht sogar gemerkt hätte. Schwierig. Weil jetzt kreuzen wir hier die Interstate 5, ne? Geht doch bergauf. Immer noch alles grün hier, schwupps, Wüste. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt hier abladen, in den nächsten paar Minuten. Bin mal gespannt, wo wir da hinrangieren müssen mit der langen Version dieses Tanker-Trailers. Dreiachsiger Auflieger, relativ selten in den USA. Ja, da haben wir wohl Geld verdient. Neue Geräusche seit der 1.6er Version, ne? Treibstoff haben wir noch ein bisschen was. Mit ein bisschen Glück führt uns die nächste Tour vielleicht wieder nach Nevada oder Arizona, wo der Kraftstoff bedeutend billiger ist, wie hier in Kalifornien. Guck hier gerade nur noch Speed Limits. In weiter Ferne davon, da guckt nämlich eins, kannst du noch nicht lesen. 30.
So, ich würde jetzt hier mal ganz gerne ein bisschen ausholen. Officer! Hat sogar alles gesehen, hat sogar noch ein bisschen gestaubt. Trotz Ausholen bis zum geht nicht mehr. Doch noch durch den Sand gezogen, aber wenigstens das Schild stehen lassen, das war mir ja wichtig. So, hier reicht der Hund, sind sie, die Oakland Shippers. Ah, da waren wir die ersten Folgen ganz oft. Also. Da waren wir ja am Anfang sehr, sehr oft. Anfang meiner Fernfahrerkarriere hier in den USA. Viel auf zerbrechliche Fracht gesetzt. Dass wir den Tonga aufliefern, kommen ja eigentlich erst später, ne? Das habe ich ja dann nur geskillt. Oder die Lehrgänge habe ich ja dann nur gemacht, ne? Weil ich hier so viele Gefahrgut-Trailer gesehen habe und ich immer Probleme hatte, hier eine Rückladung zu finden. Das heißt, ich habe zwar mal schön gut Geld verdient, wenn ich hier abgeladen habe, aber hatte dann eben Probleme für vernünftiges Geld wieder. Grüß dich. Für vernünftiges Geld wieder hier wegzukommen. Und da habe ich dann eben hier Gefahrgut-Lehrgänge gemacht. Und seitdem bin ich so selten hier und wenn ich hier bin, habe ich noch nie wieder Gefahrgut geladen. Und ich glaube wirklich noch nie in Oakland Gefahrgut geladen. Obwohl damals so eigentlich der Plan war. Zerbrechliche Frachten hierher fahren und mit Gefahrgut wieder zurück. Muss ich eigentlich hin hier? Ich laufe hier wie ein Buch, aber nicht, dass ich da vorne schon hätte. Nee, gell? Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es nicht. Was habt denn ihr, sag mal, was habt ihr für Probleme? Was habt ihr eigentlich gegen mich? Da kommt eine Laterne. Was habt ihr gegen mich? Ich soll jetzt nicht ernsthaft da hinten rein mit dem langen Ding, oder? Doch. Doch. Drücken Sie, um den Motor abzustellen. Hier kann man wohl Pause machen. Och Leute, was habe ich denn euch getan? Oh, komm mal hier jetzt rum. Mal kurz gucken hier. Ich weiß nicht, was der Auflieger da hinten macht. Wo ist denn hier? Ah ja, doch. Ja, doch. Nee, geht schon. Ich dachte, der hat mir überhangen, aber der hat ja... Aber wenn wir jetzt weiter einknicken, hier irgendwann, wenn man über den 90-Grad-Winkel kommt, geht der Auflieger rückwärts, ne? Ja, da rollt der Auflieger rückwärts und dann können wir doch noch in Kollisionsbredouille hier kommen, aber ich glaube... Wir müssen zusehen, dass wir hier irgendwie in Richtung dieses Loch fahren, wo wir rein müssen. Aber jetzt keine Ahnung, wo das sein soll. Ich sorge hier. Da hinten. Oh, da hinten.
Nee, das wird so nichts, so wird das nichts dann. War ein bisschen konservativ an die Sache rangegangen. Ich wollte eigentlich zu knapp die Ecke anvisieren, aber... Sehen wir nicht, wie weit wir Platz noch haben zur rechten Seite. Passt schon, denke ich. Ach, sollte passen. Warum eigentlich hier zwischen die Container? Das verstehe ich nicht. Wurden die ganzen Auflieger verladen oder was? Aber wohin wollt ihr mit dem Auflieger? Das ist ja ein elendlanges Reff. So, jetzt müsst ihr aber langsam mal hier geschnackelt haben. Sehr schön, gut. Jo. Und überhaupt einen Kran hin. Naja gut. Die wollen den ja herhaben, warum auch immer. Soll uns egal sein, wir läuten hier ab und ich suche eine neue Tour raus. So, kleine Ehrenrunde gedreht. Was soll eine Trailer jetzt sein? Wir haben eine neue Tour angenommen, hier einen neuen Auftrag. Jetzt müssten wir noch den Trailer finden. Der ist es nicht hier, der Schäfer, aber ich sehe die Texturhaut hin. Hatte ich vorhin im Trailer-Browser mal geguckt hier. Jetzt gab es noch Probleme. Na ja, gut. Ah, da hinten steht er. Da hinten steht er. Ja. Die beschissenste Tour seit langem. Rein wirtschaftlich gesehen. Aber... das würde ich ja nicht annehmen, wenn die Sache nicht irgendwas Gutes an sich hätte, ne? So, der Trailer ist Bestandteil des Trailer Packs von Jazzy Cat. Deswegen haben wir hier auch ein ziemlich krasses Gewicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Advanced Coupling da funktioniert. Ich gehe jetzt erstmal davon aus und probiere es jetzt einfach mal. Jo. I'm on track. Halt. So. Ja, Jazzy Cats Trailer Pack. Achso, leider ohne Animation, aber okay. Oh, schauen wir mal, ob hier alles funktioniert.
Ja, oben haben wir keine Lichter, da ist ein Container, ne, wie wir sehen. Oh, sieht soweit ganz gut aus, würde ich sagen. Den hätte ich auch nehmen können hier rechts. Hätte man mehr Geld verdient, wäre ein wirtschaftlich besser da gewesen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das hat andere Gründe, dass ich die Ladung hier annehme. Nicht, das ist eigentlich eine totale Mistladung. Sau schwer, richtig schwer. Ich habe fast Bedenken, dass wir überladen sind. Ich bin mir halt nicht sicher, was hier der FLB leer wiegt. Konnte ich leider noch nicht in Erfahrung bringen. Aber gut, was soll's, wir fahren erstmal los. Ja. Was haben wir? Der Kraftstoff könnte reichen, gut. Ja, was haben wir denn geladen? Haushaltsgeräte. Mit einem Gewicht von, man höre jetzt, Achtung, Gewicht von 53.891 Pounds. Bei der Umrechnung war ich nicht so genau. Ja, es sind umgerechnet ca. 24 und eine Vierteltonne, also 24,25 Tonnen. Finde ich verdammt schwer für die USA. Finde ich echt verdammt schwer. Das so regelkonform ist. Ich habe das so meine Bedenken. Denn ich habe so den Eindruck, also ich würde jetzt mal vermuten, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, wir wiegen insgesamt 38, 39 Tonnen. Wir dürfen aber nur 36 Knetsch wiegen. Das ist das Problem. Wie gesagt, der Trailer samt Ladung gehört zum Trailer Pack von Jazzy Cat. Und ja, das sollen wir jetzt hier von Oakland Shippers genauer gesagt, in Kalifornien, zu einem Walmart in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada bringen. 526 Meilen, umgerechnet 847 Kilometer, ca. 14 Stunden Fahrzeit, wobei ich fast glaube, dass man mit 14 Stunden nicht auskommt. Und zwar nach oben hingesehen. Das heißt, ich vermute, wir brauchen länger wie 14 Stunden. Das können wir ganz leicht überprüfen. Wir haben 14 Stunden Schichtzeit, das heißt, jetzt ist es 13.15 Uhr. Das heißt, wenn wir wirklich 14 Stunden brauchen, müssen wir am nächsten Tag 14.15 Uhr beim Kunden sein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, 17.30 Uhr müssen wir spätestens beim Kunden sein. Ich denke mal, das wird also ungefähr. Das wird schon so ein Wert sein, den wir auch brauchen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, Vergütung. Lächerliche 1,23 Dollar pro Meile. Ne? Insgesamt 750 Dollar für die Tour ist, wie gesagt, nicht viel. Jetzt ist natürlich die Frage von eurer Seite aus, Don Stefano, warum fährst du die Tour, wenn die so beschissen ist? Nur wegen dem Trailer? Nein. Wegen der Tour selbst, die Streckenführung. Und zwar fahren wir nämlich jetzt hier von Oakland aus erstmal zurück nach Oakdale, wo wir hergekommen sind. Und anschließend geht's durch den Project West Sidank Yosemite National Park. Also den Yosemite Nationalpark, um es in Deutsch mal auszusprechen. Yosemite Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien. Ja, da führt die California 120 durch. Die Bestandteil von Project West der Kartenerweiterung ist, die ich hier verwende. Die Straße gibt es nur in dieser Kartenerweiterung und nirgendwo anders.
ist keine Originalstraße und die fahren wir jetzt mal ab. Und deswegen will ich da mal langfahren. Sieht nach einer sehr anspruchsvollen Route aus. Fahrerisch wird wahrscheinlich einiges abverlangt werden. Und ich freue mich ein bisschen drauf. Doch, ich freue mich drauf. Viele Berge. Viele Kurven. Gott, wird sehr interessant werden. Gibt hoffentlich auch was zu sehen. Rein landschaftlich gesehen meine ich jetzt. Könnte auf jeden Fall interessant werden. Und es ist keine Wiegestation dazwischen. Okay, ne, egal. Ja, das wäre natürlich der Hammer hier. Wenn du jetzt noch Strafe bezahlen müsstest, aber das, eigentlich gibt es das Szenario ja gar nicht. Also SCS Software hat ja die Wiegestation eingeführt, für die um es halt realistisch zu machen. Er hat aber auch gesagt, es gibt original keine Ladung, bei der man sich überladen kann. Es gibt keine Ladung, bei der man sie überladen kann. Ich glaube, jetzt könnte man sogar schon fast auf so einen neuen Teil der Karte sein. Jetzt weiß ich aber nicht, wenn wir uns jetzt tatsächlich überladen. Registriert das der Truck Simulator? Gibt es die Strafe wegen Überladung? Ich glaube fast, die existiert gar nicht. Das heißt, selbst wenn ich hier mit 100 Tonnen rumfahren würde, würde es niemanden interessieren. Nein, das ist jetzt noch hier Interstate, die Verbindung zwischen Interstate 5 und Kalifornien 99 gewesen. Schön stehen bleiben. Eine kleine Tankstelle hier. Jetzt gar nicht geguckt, ob es da tatsächlich mal ein bisschen schnippeln. Hier kommt gerade nichts von vorne. Gar nicht geguckt, ob es jetzt mehrere Möglichkeiten gab zu tanken. Ah, hier Firma Kraft Heinz, jawohl. Hm. Cops hinter uns hier. Naja, die werden jetzt hoffentlich überholen. Ah, jetzt geht's schon los hier mit den ersten Gebirgspässen. Oben dürfen wir dann noch rechts abbiegen. Haben wir natürlich mit der schweren Ladung, gell, dann noch hier Berge und weiß ich nicht alles, das wird natürlich höchst interessant für uns. Jetzt ist der Bulle hier den Truck hinten drauf geraucht. Ich habe fast befürchtet hier. Habe auch nicht verstanden, warum der rausgezogen ist mit seinem LKW. Habe ich nicht so richtig verstanden. Ja. Joe Smite, hier haben wir es. Joe Smite National Park. Hier ist aber irgendwas schief gelaufen. Das gesehen da rechts. Als ob da ein Stück Karte fehlt. Hier auch, seht ihr das?
Ich war jetzt im Nationalpark. Und wie es hier im Endeffekt aussieht. Wie schön das hier ist oder auch nicht. Das klären wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Und ich hoffe, ja, sehen Sie in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, fahrt schon rechts, grüßt die Leute, macht's gut. Ciao.